Genau, Engine-Zeit, uns gibt es seit 2017. Allgemein gesagt beschäftigen wir uns mit allem, was irgendwo IT-Infrastruktur ist und bieten mit Engine-Zeit eine sehr umfassende Plattform. Zum einen natürlich, um Schwachstellen zu finden, aber eben auch Live-Angriffe zu detektieren und diese aber auch zu unterbinden. Ja, das ist ganz wichtiger Faktor. Was genau das umfasst und wie wir das machen, dazu komme ich dann sicher gleich noch. Wichtig ist, ich möchte heute auch ein bisschen wirklich mal über Erfahrungen sprechen, die wir in vielen Mittelstandsprojekten sehen. Also wir haben mittlerweile deutschlandweit über 50 Partner und viele Mittelstandskunden, wo wir viele Projekte schon gemacht haben. Und es läuft meist immer auf ähnliche Themen hinaus, woran es denn mangelt oder warum IT-Sicherheit nur spärlich umgesetzt ist. Wichtig ist natürlich auch Themen, wir sind selbst als junges Unternehmen zum Beispiel auch schon ISO-zertifiziert, auch sehr wichtig, dass vielleicht generell auch im Mittelstand ist, die Kunden fragen leider noch zu selten danach, was denn die Hersteller auch tun, also die Hersteller von Sicherheitsprodukten, um die Sicherheitssoftware, die ja oftmals tief im Unternehmen verdrahtet ist, selbst zu schützen. Das ist übrigens mal so ein interessanter Nebenaspekt, den ich gerne Kunden da mitgebe, generell Hersteller, die man da irgendwie im Haus hat, auch mal aktiv danach zu fragen. Genau. Aber was sind so die Grundaspekte? Was fällt immer wieder auf? Ich hatte ja mal ein Zitat mitgenommen, also ohne das den jemanden namentlich zu nennen dabei, ist mir auch vor kurzem in einer Gesprächsrunde über den Weg gelaufen und da meinte ein Geschäftsführer zu mir, diese ganzen IT-Passwörter interessieren mich nicht. Ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Erklär mir doch mal, was ich brauche. Das ist schon mal so eine grundlegend schädliche Einstellung zu dem Thema. Das ist ja wie, wenn ich jetzt als GF sage, ja, sowas, so Begrifflichkeiten wie ROI und Break-Even, das interessiert mich alles nichts. Ja, ich verschließe die Augen davor, wir sind finanziell sicher gut aufgestellt. Das kann ich ja leider auch nicht tun. Und mittlerweile, und da ja irgendwie alle Assets irgendwo digital verfügbar sind, sollten auch IT-Grundbegrifflichkeiten und so ein Grundverständnis für diese Begriffe einem GF bekannt sein. Ja, also man kann ja damit auch erstmal ganz weit oben anfangen und verstehen, was sich hinter Begriffen wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit verbirgt, was diese bedeuten und vielleicht welche Maßnahmen ich umsetzen muss, so ganz grob, um diese Schutzziele zu erreichen. Ja, das wäre schon mal so ein Anfang, dass man aber überhaupt erstmal so ein Grundverständnis hat. Das ist, denke ich, eines der größeren Probleme, was ich oftmals tatsächlich sehe in Mittelstandsprojekten oder bei Mittelstandskunden, dass eben die Geschäftsführung das gar nicht interessiert, was die IT macht. Denn warum IT-Security? Ich glaube, wir haben heute schon ziemlich viel gehört, warum man das macht. Ja, weil man angegriffen wird und verschlüsselt und weil alles ganz schrecklich ist. Das ist auch absolut richtig. Dazu möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt hier ergänzen. Das Thema Wettbewerbsvorteil. Das sehen wir auch immer häufiger, dass gerade in Zulieferketten dann, sage ich mal, die Großkunden sagen, lieber Zulieferer, lieber Mittelstandsunternehmen, was tust du denn für deine IT-Sicherheit? Bitte weise diese nach, nur dann arbeiten wir zusammen. Und das ist, denke ich, ein Themenbereich, der in Zukunft sehr, sehr stark zunehmen wird, weil, wie uns allen bekannt, ja, Cyberattacken nehmen zu, es wird einmal alles schlimmer. Und ich muss eben das nachweisen können immer mehr. Dazu gibt es je nach Branche verschiedenste Zertifizierungen, ne, sowas wie eine ISO, sowas wie ein TISAX oder BSI Grundschutz und wie sie alle heißen. Auch deswegen wird IT-Sicherheit eben immer, immer wichtiger. Denn um nochmal auf die Geschäftsführer vielleicht zurückzukommen, die sich damit nicht wirklich auseinandersetzen wollen oder das ein bisschen beiseite schieben. Im Endeffekt ist heutzutage jedes digitale, also jedes Asset eines Unternehmens oder bei vielen Unternehmen digital vorhanden. Also im Endeffekt sind das ihre Produkte, ihre Apps, Verfahren, Patente, die irgendwo digital gespeichert werden. Das heißt, Security sollte eben nicht irgend so ein stiefmütterlich behandeltes Thema sein, was nebenher irgendwie ja, gemacht wird, sondern es soll den Rahmen bilden um alles, was IT-Infrastruktur ist. Ja, IT-Infrastruktur natürlich ein großer Begriff. Das umfasst natürlich klassische On-Premise-Infrastrukturen, das umfasst Cloud-Themen, die wir gerade gesehen haben. Das wird ja auch da immer komplexer, wo welche Daten liegen. Deswegen sollte halt wirklich Security da einen Rahmen bilden um die Infrastruktur. Und generell kriege ich auch nochmal die Frage, na, wie viel Geld sollte man denn da einplanen? Generell, wenn man ein IT-Budget hat oder in IT investiert, dann bitte 10 bis 15% da für IT-Sicherheit einplanen. Entspannter Erfahrungswert und da fühle ich mich auch sehr bestätigt bei Gartner. Ich bin immer so ein Freund von Statistiken. Das war noch von 2020. Ich denke, hat jetzt immer noch Geltung. Und auch das kann ich bestätigen aus vielen IT-Infrastrukturen, die ich jetzt gesehen habe, dass die 99% der ausgenutzten Schwachstellen,
diejenigen sind, die den Fachleuten eigentlich zum Zeitpunkt des Vorfalls bekannt waren. Also was heißt das? Im Endeffekt hätte man den Angriff verhindern können. Es war etwas Bekanntes. Das sind oftmals banale Sachen wie, es fehlt einfach ein Patch. Ja, nehmen wir jetzt aktuelle Schwachstelle, Print Nightmare in der Windows-Welt. Natürlich hatte ich dann auch heute früh einen Call, wo mir der IT-Verantwortliche gesagt hat, sie glauben gar nicht, was das für Schmerzen sind, die Windows-Server zu patchen. Gebe ich denen auch absolut recht. Ja, und das sind eben die Dinge, es ist bekannt, aber es wird im Unternehmen nicht, oder es kann nicht schnell genug vorangetrieben werden. Und das heißt, es sind gar nicht unbedingt diese sag ich mal, Zero-Day-Exploits oder was so, sag ich mal, nicht durch die Medien getrieben wird, die da ursächlich sind für Angriffe, sondern es sind, sag ich mal, Versäumnisse. Ich spreche da auch gern von IT-Hygiene, also so Hygienemaßnahmen, die einfach nicht gemacht werden. Denn wenn man sich mal nur diese Basics betrachtet, wie irgendwie Up-to-Date-Patch-Management, generell ein ordentliches Konzept, wie meine Daten fließen, ja, Thema Segmentierung, dann würde ich behaupten, IT-Security ist keine Rocket Science. Für viele wirkt es aber wie Rocket Science, weil es eben so viele Buzzwords um die Ohren geworfen werden, es so viele verschiedene technischen Teilbereiche gibt, die schwierig zu greifen sind. Und ich mag immer so Analogien. Ich finde, Hygiene, sage ich mal, im Alltag für den Menschen ist sehr einfach. Es ist schnell umzusetzen, es kostet uns keine Zeit, kein Geld. Wir machen das, wir wissen auch, warum wir es machen, ja, weil wir krank werden würden, vielleicht auf Dauer, wenn wir es nicht tun. Und das war aber auch da nicht immer so. Ja, wenn man so 300-400 Jahre zurückguckt, war Hygiene auch für den Menschen sehr teuer, schwierig zu erlangen, kompliziert. Und man wusste vielleicht gar nicht, warum man das macht. Und irgendwie gefühlt, da müssen wir uns vielleicht da ein bisschen, vielleicht übertrieben gesagt, ne? Aber müssen wir vielleicht uns ein bisschen auch bei in der IT, wenn es um die grundlegenden Hygienethemen geht, da annähern, das muss einfach werden. Aber wie mache ich das jetzt? Wie nähere ich mich dem an als Mittelstandsunternehmen, was da ja irgendwie, sag ich mal, vor einem Riesenhaufen Arbeit steht? Es geht nicht, indem man einfach irgendein Tool kauft. Ja, das funktioniert einfach nicht. IT-Sicherheit, wie auch in anderen Bereichen, Unternehmensbereichen, bedingt auch ein bisschen Planung. Das bedingt eben auch sogenannte organisatorische Maßnahmen, die man umsetzt. Das heißt, man sollte mal einen Plan haben, was man denn umsetzt, was sind meine schützenswerten Assets, meine Risikoanalyse machen. Das sind verschiedene Themenbereiche, die einfach zusammenwirken, die man in einem Projekt machen kann. Und einfach mal schauen, was sind denn mögliche Risiken, mögliche Bedrohungsszenarien. Ja, das kann sowas sein, okay, wie hoch ist das Risiko, dass eine Produktionsanlage ausfällt und was bedeutet der Ausfall für mich? Wie viel Geld kostet das? Das sind so klassische Risikoerhebungen. Und sage ich mal, auf Basis dieser Analysen, ne, was muss ich überhaupt schützen bei mir? Was sind meine wichtigen Assets? Kann ich dann übergehen, technische Maßnahmen abzuleiten? Und da geht es dann natürlich ums Tooling. Und da geht es dann natürlich, die richtigen Tools einzusetzen, die passend zu meinen Anforderungen sind. Um das vielleicht mal ganz grob zusammenzufassen, wir haben ja heute hier leider nur kurz Zeit. Einleitend Regelungen treffen, also erstmal generell, wie möchte ich IT-Sicherheit im Unternehmen umsetzen? Dann kennen meine Assets. Also ganz viele Unternehmen wissen nicht mal, wo welche Daten wie gespeichert werden. Oder wenn man fragt, wie viele Server-Clients virtuelle haben sie denn irgendwo an verschiedenen Standorten stehen? Und was genau machen die? Das schon daran scheitert es an solchen Grundinformationen. Awareness, ein riesengroßes Thema. Ich glaube, da hatten wir heute früh auch einen schönen Vortrag dazu. Extrem wichtiger Punkt. Und dann bei den ganzen technischen Sachen auch Konzentration auf die richtigen IT-Sicherheitstools. Ja, und eben versuchen, da kein Tool hochzuziehen, weil dann verliert man wieder Übersicht. Und dann, ich hatte es gerade nochmal gesagt, ja, so 15% vom IT-Budget in die Informationssicherheit investieren. Heißt aber eben auch, wenn ich eine größere Anschaffung mache, keine Ahnung, ich erneuere mein Rechenzentrum für 500.000 Euro, dann sollte ich dem gegenüberstellen 15% Budget für IT-Sicherheitsinvestitionen, damit ich da, sage ich mal, langfristig auf den grünen Zweig komme. Damit mal so unsere Erfahrung, ja, also vielleicht zusammengefasst, es sind so viele Basisthemen, die einfach gar nicht erfüllt werden. Und das ist auch unser Ansatzpunkt. Also ich selbst komme auch aus dem größeren mittelständischen Unternehmen, wo wir eben auch diese Schmerzen hatten. Und mit der EngineSight gehen wir eben eine Plattform an, die sehr viele technische Themen, wo es eben viele Einzeltools gibt, viele Buzzwords, auf einer Plattform zusammenführen. Ja, und da mal so eine kleine Übersicht auch, wie wir das angehen. Das heißt, wir können uns technologisch zum einen sehr gut an die Anforderungen einer IT-Infrastruktur anpassen, also da
einfinden. Ja, es kommt die Betriebssysteme oder die Netzwerksegmentierung oder ob es Clouds gibt, etc. Das spielt für uns jetzt erstmal keine große Rolle. Und wir bringen eben viele dieser Themen, so ganz klassisches wie Vulnerability Scanning oder Monitoring oder automatisierte Pentests ein Stück weit oder eben auch sowas wie Intrusion Detection, also das Finden von Angriffen, wie auch IPS, also Intrusion Prevention, das Verhindern von Angriffen, alles auf einer Plattform in wenigen Dashboards zusammenzuführen, um eben diese, sage ich mal, komplex wirkenden Themen einfach darzustellen oder einen einfachen Zugang zu bieten, ohne dass ich für alles irgendwo ein Einzeltool brauche. Und das ist eben das, was wir auch merken, was uns ja, also was uns zum einen auszeichnet, wo wir auch merken, dass das genau der richtige Weg ist, eben dass diese Dinge zusammenzuführen. Man spricht dabei übrigens auch von sogenannten XDR-Plattformen, Extended Detection and Response, um da mal wieder ein Buzzword zu verwenden. Natürlich versuchen da auch alteingespielte Hersteller, diese ihre Einzelprodukte zusammenzuführen über Schnittstellen, aber eben EngineSight ist von Anfang an eben als integrierte Plattform, die extrem performant ist, gebaut. Und das ist der enorme Vorteil. Um nochmal zurückzukommen, was der Mittelstand wirklich braucht. Ja, jetzt hatte ich viel gesprochen von Konsolidierung von Tools, das einfach machen. Und um das nochmal zu untermauern, es gibt jetzt im April eine ganz aktuelle Studie von Gartner für die Cyber and Risk Trends, wo eben auch viele Mittelstandsunternehmen international befragt wurden. Und da habe ich mich natürlich auch sofort wiedergefunden. Um vielleicht mal hier zwei Sachen rauszunehmen, ist einmal das Security Mesh, wo es darum geht, eben sehr agil, sehr flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren. Zum Beispiel, ja, Dockerisierung, Containerisierung spielt gerade eine große Rolle, auch eben sowas mit zu erfassen, in ein Sicherheitskonzept zu analysieren. Oder eben auch ganz großes Thema Vendor Consolidation. Also eben das Konzentrieren auf ein paar wenige Hersteller, die mir möglichst großes Set an IT-Sicherheitsprodukten liefern können, um eben nicht für jeden Teilbereich ein Einzelprodukt zu haben. Ja, denn das ist gefühlt irgendwie das, was halt als Geschäftsführer schwierig zu verstehen ist. Ja, diese ganzen Buzzwords, die irgendwie laufen für die ganzen einzelnen Themen. Und das ist halt gefühlt für jemanden, der, sag ich mal, sich gerade damit beschäftigt mit dem Thema, ja, oder sagt, okay, wir müssen was tun im Unternehmen, kompliziert wird. Und das ist halt gefühlt Mittelalter. Es ist kompliziert, teuer, ich weiß nicht, wozu ich was brauche. Und davon müssen wir weg. Und genau das ist auch unsere Vision bei EngineSight, eben diese Dinge zusammenzuführen, einfach zu machen, das begreifbar und greifbar zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich auch über Fragen.